Julia und Röhm setzt die Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt fort. Enki Bilal zeichnet das Überleben nach der Klimakatastrophe in gewohnt kunstfertigen Bildern und überträgt Shakespeares Drama in eine hoffnungslose Zukunft. Es ist nicht leicht, Vorbild für eine berühmte Fantasy-Figur zu sein. Und bei Tommy Taylor beginnen sich Realität und Literatur zu vermischen. The Unwritten ist eine faszinierende Reise in magische Welten. Andreas Diersen erzählt künstlerisch ambitionierte, düstere Großstadt-Anekdoten von der Schattenseite des Lebens, wo die Grenze zwischen Gewalt und Hoffnung hauchdünn ist. Ein gezeichneter Episodenfilm. Auf dem Festival in München wurde dieser Prachtband als bestes Comic-Sachbuch ausgezeichnet. Nicht nur von den Maßen beeindruckend, lässt dieses opulent bebilderte Werk keine Fragen zum DC-Universum offen. Nero bietet spannende Krimi-Lektüre um einen unheimlichen Serienmörder. Die All-in-One-Ausgabe des düsteren Psychothrillers besticht mit seinen stimmungsvoll gestalteten Bildern. Endlich liegt der Abschlussband der mit Preisen überhäuften Crime-Serie 100 Bullets vor. Der explosive Showdown ist der krönende Abschluss der kompromisslosen Unterwelt-Saga. Der Schmelztiegel New York ist der Schauplatz der Beobachtungen von Großmeister Will Eisner. Seine warmherzigen Geschichten über das Überleben in der Großstadt liegen nun in einer vorbildlichen Ausgabe vor. Das war die erste Ausgabe von Ausgezeichnet TV. Nächsten Monat sehen wir uns wieder. Dann unter anderem mit den Themen die Animagic in Bonn und die Apokalypse im Comic. Ich kann also sagen, Fortsetzung folgt.